Da bin ich wieder, meine Lieben, mit einer neuen Folge Soma. Wir sind hier in Theta oder Theta oder bei Murda. Anyone there? Oh shit. Und wir schauen, dass wir endlich. Ja, wir haben Theta gefunden. Pathos 2. Es stimmt alles und hier sieht's wirklich. Oh oh. Im Vergleich zu allen anderen Stationen ein bisschen besser aus. Aber trotzdem noch lange nicht gut. Das ist ziemlich ätzend, weil ich hatte schon gehofft, dass es hier besser aussieht. Kann ich wieder das Omni-Tool hinhalten? Du hast Zugriff verweigert? Okay, gut, dann brauche ich wohl einen anderen Chip. Aber das, glaube ich, haben sie bei uns am Anfang an gesagt, dass wir größtenteils überall hin können. Aber dann doch nicht überall. Oder fehlt hier irgendwas da dran? Also, lass mal schauen hier. Das ging, glaube ich, das letzte Mal auch so, also beim ganz am Start. Genau. So, Hallöchen! Sind wir zu Hause? Schaut irgendwie absolut überhaupt nicht danach aus. Das wäre hier irgendwas. Oh, hier ist wieder ein Omnitool-Stand. Die Computer sind aus. Karte. Pathos 2. Boah, Alter, wir sind ja echt mitten im Nichts. Das ist brutal. Und da irgendwie hochkommen? Aber wir wollen ja gar nicht hoch, gell? Wir sind natürlich selbst ein Roboter. Und wir wollen auf die Arche. Wir sind hier. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Ah, oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Dankeschön. Deswegen kann ich jetzt... We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to okay. Fire up the Dunbat. Okay, das heißt, ich kann zwar jetzt hier raus und vielleicht sogar da rein? Nein. Da rein nicht, aber vielleicht da drüben dafür. Weil, wo denn sonst? Es gibt ja eigentlich sonst nicht. Ah. Genau, das ist aufgesperrt. Das hier auch. Thanks, Stromeyer. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kind of sounds like a plan. Wow, 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 wow. Ladebildschirm. Ich gehe da noch nicht rein. Ich warte mal noch kurz. Oh, shit. Das lebt noch? Es lebt noch! Es lebt noch! Fuck! Okay, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's langsam echt ätzend hier drin. Was bist denn du? Oh, okay. Okay. Alter. Ist auf jeden Fall nichts Gutes für uns und ich gehe jetzt wieder. Scheiße. Geh, Junge.
drückt nämlich jetzt nicht die Treppe hoch, oder? Was machst du? Da kommt mir echt, der versucht es zumindest. Aber okay, no way! Da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Was für ein scheiß Psychokack. Och, besser ist das. Alter, das kommt doch da raus, oder? Du Scheiße. Fuck, also hier sieht's. Okay, hier sieht's auf jeden Fall nicht besser aus. Fuck, hier ist alles von diesem Shit hier überfallen, ey. What happened to all the people? This place looks deserted. So far. It doesn't make any sense. Theta is clearly the best option for survival. Tja. Fuck! Was war da? Ne. 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 Ne, 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 ne. 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 Das ist bestimmt auch nicht das Intelligenteste von allem. Scheiße. Ja, wenn du jetzt zum Hauptrechner möglich bist, setzen wir die Route in unserem Computerraum zurück und dann sehen wir. Nein. Oh no. Okay, jetzt hören wir uns mal ganz kurz an, was hier los ist. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the art project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Okay, Catherine hat also auch Dreck am Stecken. Okay, Catherine hat Dreck am Stecken. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Daten löschen? Berg, David, Verfasser David Munshi, Name Paul Berg, bla bla bla, natürlich kanadisch. Munshi. Testperson. David Munshi ist doch mein Arzt, oder? Das ist doch mein Arzt. Klar ist das mein Arzt. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munshi's templates. A legacy scan. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. What? We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you.
Faith, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything, has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Krass. Also hat das der Munchi auch schon gemacht, oder was? Gibt's da auch eine Audiodatei von Munchi? Nee. Aber ich würde sie in seine Daten löschen. Ich will alle Daten löschen. Einfach nur... außer meine. Meine nicht unbedingt. Obwohl, was passiert, wenn ich mich lösche? Was passiert dann? Sollen wir das mal machen? Sollen wir es mal probieren? Eiskalt? Einfach mal. Los geht's. Was passiert? Bin ich dann Game Over? Nee. He's dead, Cat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, I'm sorry. Not from you. Well, thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Okay. Wir müssen den Router wieder zum Laufen bringen. Da stand aber irgendwas mit Stockwerk tiefer, glaube ich, ne? Ganz kurz checken. Ich glaube, als Fehler stand dran, ein Stockwerk tiefer. Ich lese diesmal genauer. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Genau. Unteren Computerbereich. Das muss ja dann wohl doch hier rechts sein, nehme ich mal an. Oder hier. Ne, das schaut nicht nach Computerbereich aus. Fuck you. Ernsthaft. Badezimmer. Schlafräume. Und Badezimmer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Na, nice. Okay, was ist das hier? Irgendwie ein Safer-Tool? Und die zwei Sicherungen unten fertig? Ja, keine Ahnung. Ja, werden wir schon rausfinden, denke ich. Nadine Masters, was war denn das für ein Name gerade? Guy Conrad. Maggie irgendwas. Brian Van. Catherine Chun. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Naja, schauen wir mal. Catherine, Tagebuch. Okay, gebe ich mir nicht. Sorry, warte, ich mach's mal langsam durch, dann könnt ihr euch das gerne durchlesen. 6. Juni, 14. Juni, 21. Juni und 22. Juni und 3. Juli und 12. Juli. So, ihr könnt es gerne lesen. Richard hat mir einen Satz KI-Vorlage gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgearbeitet, um einen neuen Freund für Kapsel Catherine und ihren Clan Vergangener zu kreieren. Neue Methode zur Turbulenzsimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems.
Habe Reed implementiert, ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut an, kommt nicht gut mit anderen zurecht, sie ist zu real. Aha. Okay, Catherine, ich habe dein Tagebuch entdeckt. Mhm, dein Overall. Hast du noch irgendwo einen Schlüpper oder sowas? Oh, da! Wenn man vom Teufel spricht. Ich habe was Nützliches gefunden. Dein Schlüpper. Na, man hat es ja nie wissen können. So, was ist das? Mark. Oha, was ist denn das hier alles? Lauter tolle Bilder. Formeln. Ja, wenn du es dir reinsteckst, keine Ahnung, was passiert. Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Alter, was soll man denn da drauf erkennen können? Eine komische Kugel. Noch mehr Kugeln. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist da der ganze Körper drin oder nur der Overall? Weiß ja nie. Ah, was haben wir hier? Auch wieder irgend so ein Dokument. Was haben wir hier? Wow. Mark sein Geheimdienstanalyst Tether Pathos 2. Herr Sarang, die Firma freut sich, vom Erfolg ihrer Bemühungen zu hören, die Präsidenz der WAU auf der gesamten Station auszuweiten. Wir vertrauen darauf, dass sie die Einzigartigkeit der Gelegenheit zu schätzen wissen und dass alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen sie dafür sorgen, dass Dr. Johann Ross die WAU von Alpha aus ohne Störungen von außen steuern und studieren kann. Im Notfall können sie sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia und Omikron wenden. Bitte versuchen Sie aber, extreme Aktionen zu vermeiden. Die WAU ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf eine stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen. Der Aufsichtsrat. Seite 2 gibt es da auch noch, lese ich gerade. 1 von 2? Okay, was haben wir hier noch Schönes? Die Natur der Identität. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt interessant. Was haben wir hier noch? Okay, irgendein komisches Teil. Vielleicht soll ich doch mal bei der Catherine noch schauen, ob die irgendwelche Schubladen oder sowas im Start hat. Liebe Freunde, wenn ihr das liest, werde ich die Arche betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenem Scan aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen einen Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn sie den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern, denn ich habe den Sieg davongetragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun und euch mit zu mir auf die Arche zu gesellen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Sarang. Aha, also er hat... Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few Geh bitte nicht von vorne los. No! Sorry. 75 Trillion individual cells. They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you
and diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Also da war einer mega überzeugt von dem ganzen Shit. Robin Buss, die hatten wir vor der Haustür gekillt, Martin Fischer. Die beiden werden wir... Peter Strasky. Das ist unser Psycho. Diese beiden Türen werden wir dann in der nächsten Folge begutachten. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr genauso wie ich. Ich bin begeistert bisher von diesem Spiel. Wenn ihr es genauso seht, lasst mir auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal und tschüss.